Ekaterina, bist du etwa die Frau vom Weihnachtsmann? Auf dem Foto, das die hübsche Russin jetzt auf Instagram teilt, scheint es fast so, als würde sie kurz vor dem Fest beim Geschenke ausliefern helfen. Doch dazu später mehr. 7-mal hat sie bereits bei der Tanzshow Let's Dance mitgemacht, von denen sie 3 Wettkämpfe für sich und ihren prominenten Partner entscheiden konnte. Das Tanzen ist allerdings nicht der einzige Job der 32-Jährigen. Seit September ist sie auch Teil der RTL-Redaktion. Während der besinnlichen Zeit rund um Weihnachten scheint Ekaterina aber noch einer Aufgabe nachzugehen. Ihr aktueller Post deutet nämlich darauf hin, dass sie Santa Claus dieses Jahr an Weihnachten unter die Arme greift. In einem festlichen Outfit posiert die Profitänzerin vor einem geschmückten Weihnachtsbaum und wirft der Kamera einen Handkuss zu. Dabei trägt sie einen kuscheligen Mantel in sattem Rot, der an Ärmeln und Saum mit Fell besetzt ist. Mit den offenen Haaren und dem breiten Grinsen verzaubert Ekat, wie sie ihre Fans liebevoll nennen, wirklich alle. Kommentare wie "Ein Weihnachtsengel", "Ich glaube, ich habe das Christkind gesehen" und "Wow, was für eine Weihnachtsfrau" sind unter dem Foto zu lesen. Egal in welcher Verbindung Ekaterina mit dem Weihnachtsmann steht, bei diesem Anblick können wir den Weihnachtsabend wirklich kaum mehr erwarten.